Willkommen zurück zum Just Nero Finale. Ich habe all meine zwei Soundeffekte heute ausgepackt und Just Nero hat das Payback-Finale ausgepackt. Kannst du dir das vorstellen? 2000, sehe ich richtig? Sehe meine entzündeten Augen richtig? 24, oder dass wir das doch miterleben. Ich kann es gar nicht glauben. Das Payback-Finale, Aichas Familie zerstört Aline Bachmann komplett. Payback-Finale, Sahne 1999. Danke für den Sub. Wir gehen rein. Jo, ich habe gesehen, dass es wieder Meta ist, wie das Unternehmen von diesem Zuckerberg seine Zuschauer darauf hinzuweisen, wie viel Prozent der nicht abonniert haben. Es sind fast 50 und ich will ehrlicherweise auch einfach aus Interesse sehen, wie viele einen nach so einem Aufruf abonnieren, weil ich weiß ja, dass wir hier eine stramme Truppe sind. Wir stehen kurz vor der 500.000, deswegen wäre es mir ein innerliches Blumenpflück. Schau, das meine ich. Und er hat einfach 2000 Abonnenten dazugewonnen. Das ist der größte YouTube-Glitch jemals. Wenn man immer die Leute auffordert zu abonnieren, dann machen die das auch einfach wirklich. Wahnsinn. Wenn ihr mich abonnieren würdet, vorausgesetzt natürlich, ihr guckt meine Videos dann auch regelmäßig. Einen wunderschönen guten Moin, Servus, Moin. Wie im letzten Video schon gesagt, ist das hier eventuell das Ende der Fahnenstange. Möglicherweise das letzte Payback-Video. Unter Bedingungen. Ich bette einen Taui. Nein, ich nehme alles zurück. Ich bette einen Euro, dass noch ein Video kommen wird. Spätestens nächstes Jahr, also spätestens 2025, in dem Jahr 2025, kommt noch eine Aline Bachmann Payback extra oder so. Oder dann nennt es irgendwie anders. DLC. Akt 1, Friedensverhandlungen. Okay. Das ist Nero, das ist Aline Bachmann, wie man unschwer erkennen kann. Bedingung 1. Aline lässt Aichas Familie ab jetzt in Ruhe und hört auf, öffentlich gegen sie zu feuern und die Causa immer wieder aufs Neue aufzurollen. Also ganz kurz, für die Leute, die es nicht wissen, Aicha war eine Person, die ist mittlerweile verstorben und die wurde von Aline Bachmann. Also Aline Bachmann hat für sie eine Spenden gesammelt und sowas. Und da war ein relativ großer Konflikt, ob sie jetzt diese Spenden bekommen hat oder nicht oder was denn genau war. Und dann war sie wieder mit der Familie im Austausch und hat sie da angeblich terrorisiert. Aber das ist nur das, was ich gehört habe. Ich bin mir gar nicht sicher, was da genau vorgefallen ist, weil ich habe da das ein oder andere Payback leider verpasst. Familie möchte ihre Ruhe vor ihr haben. Ich möchte nochmal darauf hinweisen, dass dieses Video und auch alle vorher mit Dragon, der Familie in enger Absprache entstanden sind, weil ich nicht einfach irgendwas über die Köpfe hinweg von denen halt sage. Bedingung 2. Aline lässt mich endlich in Ruhe und hört auf, gegen meinen einen zu wettern. Das inkludiert wildeste Vorwürfe, wie zum Beispiel, der Jud Nerzo, der ist der Hacker. Der Hacker sein heißt so viel wie, das ist die Person, die ihr gerade mal so gar nicht in den Kram passt, auf den man zeigen kann und dem halt alles Übel der Welt zuschieben kann. Alles Übel der Welt heißt vom Alinschen ins Deutsche übersetzt übrigens so viel wie, der war ein fiesi Fiesling zu mir, ganz böser Gemein. Philipp. So ungefähr. Oder, dass ich der Oberfeldbesen der alles hassenden Aline Zahasser sei und... Der Oberstfeldbesen, der ist nicht oder schlecht. Oder generell, wäre Aussagen in meine Richtung. Sowas wie letztens die Nix-Erklärung. Verzeihung, wie bitte? Nix-Erklärung. Ist schon doof, wenn einem die Monetarisierung den Krieg erklärt hat, wa? Übrigens. Genau, die Kriecherklärung. Letzte Video auch wieder absolut genialer Five-Head-Move von mir. Ich wollte ein Wort zensieren. Guck mal hier, da hat das I, das habe ich da wegzensiert. Aber was steht denn da jetzt mit der Zensur? Das ist schon wieder so ein typischer Nero-Five-Head-Move gewesen. Ich glaube tatsächlich, dass es vielleicht wegen dem hier sein kann. Ich weiß nicht warum, aber dieses Zeichen im Thumbnail, das gefällt YouTube gar nicht. Und es ist so lächerlich. Ich habe auch dieses Domian-Video mal, das habe ich schon mal gesagt. Domian, Neo, keine Ahnung, was da steht, ich kann es nicht lesen. So. Zack. Zacko Marco, das da. Das da, Bruder, das könnte alles sein. Das könnte, ich weiß nicht, was da hinten für ein Zeichen ist und sowas, aber das war wahrscheinlich der Grund, warum das entmonetarisiert wurde. So bitter, oder? 176.000 Aufrufe. Na gut, am Anfang, die ersten Views habe ich noch monetarisiert mitbekommen und dann ist jemand hergegangen und hat gesagt, unmöglich, dass wir das hier monetarisieren. Weil es geht ja darum, steht denn da jetzt mit der Zensur? Das ist schon wieder so ein typischer Nero Five-Head-Move gewesen. Merke ich selber. Oh, immerhin hat's bei ein paar Leuten zum Lacher geführt, dass ich mal wieder ein absolut dummer Vollidiot war. Bedingung 3. Aline leistet sich keine Klopper des oberen Kaliber mehr. Sprich, sie baut nicht mehr diesen richtig üblen Bockmist. Diffamierung, Bedrohung, Fertigmachen von Privatpersonen und. Es gibt... Okay, got it. Wir werden noch das ein oder andere Payback miterleben. I wusste es. Noch so viel mehr, was bei Aline vorgefallen ist, das alles hier aufzuzählen, würde deutlich länger als 1 Stunde, 11 Minuten und 50 Sekunden dauern. Was geht ab, Carrot Toast?
Live-Reaction auf, des Cutters auf die Aussage. Okay, das Haus explodiert. Aber bevor wir weitermachen, jetzt muss ich mir eine möglichst offensichtliche Überleitung ausdenken, um einen gewissen Streamer, der sich eine Wahnsinnsfreude daraus macht, wenn er Placements richtig errät, seinen Dopamin-Kick zu geben. Oh fuck, oh fuck, oh fuck. Okay, aber ich will auch. Ich call es jetzt schon. Ich hab's bei mir nicht gesehen. Da unten steht nichts oder so. Wenn ich da drüber hovern würde, dann wird es stehen. Cyberghost. Oh fuck, macht Cyberghost gerade Kampagne? Ja. Cyberghost. Fix Cyberghost oder Incogni oder Genshin? Honkai hat mich letztens angefragt. Fuck, ich sag Cyberghost. Kennt ihr das, wenn Langfinger im Internet eure Daten? Ja, das kenne ich. Und wie kann man das vermeiden? Benutzen, um die weiter zu verscherbeln und sich damit auf euren Nacken im Portemonnaie mit Moneten vollstopfen? Das ist ganz schön doof, wenn das passiert. Na, Cyberghost. Aber egal. Display, meine Freunde. Euer Zimmer? Ja, kann man drin sitzen, atmen, So ein Arschloch. Irgendwie, da fehlt was. Und zwar Displays. Wenn ihr schon welche habt, man kann nicht genug haben. Es gibt keine Wohnung, kein Zimmer, das nicht durch die wunderbaren, hochqualitativen, super leicht anzubringenden Metallposter von Display aufgehübscht werden. Das stimmt. Ich habe auch ein Display vom Eric Harband. Habe ich auch ein Display tatsächlich. Sehr cool, habe ich mal geschenkt bekommen. Ich finde auch, es ist ein schönes Geschenk. Ne? Deswegen hier display.com/art ist gleich 65097A9279F9F. Genau so, da findet ihr den Link und da könnt ihr euch auch stabile Rabatte mit seinem Linko-Minko ersparen. Ich glaube, die meisten Leute wissen was Display ist. Make deine Wohnung great again. Wer ist damit? Kurz gesagt, so ziemlich alles, was in meinem Eisberg auf oder oberhalb Iceberg von Ebene 4 wäre, würde ich dennoch ansprechen, weil sie natürlich keine Narrenfreiheit genießt bei mir. Ist das für ein schierer Eisberg, by the way? Ich könnte zum aktuellen Stand noch so viel sagen und wirklich einige Videos produzieren. Aber wie gesagt, werden die Bedingungen eingehalten, klemme ich mir das. Warum, sage ich euch gleich übrigens noch. Es ist schon fast ein bisschen absurd. Ich bin, was Aline angeht, komplett abgestumpft mittlerweile. Wenn jetzt zum Beispiel wieder irgendeine Privatperson, die Unverfrorenheit besaß, ihre heilige Eminenz, die Gott-Imperatorin Aline herself zu kritisieren, mit einer Reichweite jenseits der 500.000 und sie die Person dann doxen würde, die Person ohne Reichweite, und zu irgendwas aufruft, wie zum Beispiel, ja, wenn ihr den mal seht, dann könnt ihr ja mal ein Foto machen, euch. Ist das eine Sache, für die ich jeden Influencer aber sowas von ans Bein pissen würde? Was heißt denn, ist das passiert? Oder ist das jetzt ein schwerst spezifisches, hypothetisches Szenario? Im hohen Bogen wie das Känguru beim Twix. Da könnt ihr aber einen drauf lassen. Bei Aline hingegen denke ich mir, schon wieder? Ist es überhaupt noch erwähnenswert? Ja, zur Hölle ist das erwähnenswert, natürlich. Fast eine Art der Resignation, weil ja, klar wäre das erwähnenswert, wie gesagt, und das müsste auch kritisiert werden, aber sie hat sich halt so viel übertriebene Scheiße geleistet. Wie kann man so dumm sein und das als Person öffentlichen Lebens machen? Ich meine, ich weiß schon, dass es irgendwie weird ist, wenn du so rausgehst und Leute könnten dich kennen oder da gehst du durch die Gegend und da schauen dich dann Leute so komisch an und sowas. Ist immer lustig, wenn du so vorbeigehst, da bin ich schon drauf gekommen, wenn du in einer Gruppe von Leuten bist, also viele, sehr, sehr viele Leute, bist du in irgendeinem Shoppingcenter oder sowas und du gehst relativ schnell oder du gehst so in normalem Speed und sowas. Keine Sau spricht dich an. Niemand. Kein Mensch kommt zu dir her und sagt, bla bla bla, keine Sau. Wenn du stehen bleibst, dann kommen Leute her und dann sehen Leute, da macht jemand ein Foto und bla bla bla. Jetzt nicht, dass ich so ultra famous bin, ich kann das nur mit der Gamescom vergleichen. Da sind wir die ganze Zeit gegangen, weil du gehst halt, ne, du bleibst ja nicht einfach random stehen. Und dann sind wir einmal stehen geblieben, Alpha Kevin und ich, und dann sind wir, glaube ich, eine halbe Stunde oder sowas gestanden. Ich bin schon fast schlecht gefühlt, weil die anderen wollten weitergehen. Aber ja, mit Alpha Kevin wollte kaum mehr ein Foto, nur mit mir. Aber ja, ist lustig. Aber ich würde sagen, wenn du das als Person öffentlichen Lebens machst, dann musst du ja auch davon ausgehen, dass es einfach auf dich zurückfällt. Yo, ich bin eine bekannte Person. Wenn ihr den in der Öffentlichkeit seht, macht ein Foto von dem. Und keine Ahnung, schickt's mir oder sonst irgendwas? Hä, the fuck? Dass ich halt wirklich nur denke, here we go again. Das ist traurig eigentlich. Warum biete ich Aline trotz allem den Frieden an? Erstens, ich verstehe mich mit der Familie von Aicha unfassbar Tropfen gut. In meine Nase gegangen. Diese Menschen sind mir wirklich über die Jahre ans Herz gewachsen. Das sind einfach gutherzige, warme, tolle und freundliche Menschen, die so eine Shitshow nicht verdient haben. Wenn es hilft, das zu unterbinden, ey, fein.
Ich wünsche mir, dass diese Familie endlich ihre finale Ruhe hat und gerade dass Aichas Mutter mit dem tragischen, viel zu frühen Ableben ihrer wunderbaren Tochter abschließen kann. Kurzum, ich wünsche mir Frieden für die Familie. Zweitens, auch ich möchte nicht die ganze Zeit diesen Streit führen, weil es halt... wie geil ist das? Ist Da Vinci, KuchenTV, Rezo, Janine Bachmann. ...fassbar anstrengend und repetitiv ist. Sie sagt was gegen mich, ich sage was. Sie daraufhin sagt sie wieder was gegen mich und es geht die ganze Zeit hin und her. Ich würde mich wirklich gerne wieder auf Themen fokussieren, die mir richtig Freude bereiten, statt immer wieder mit dem Kopf gegen diese Wand zu rennen. Das schlägt mir halt auch irgendwann auf die Rübe, mich ständig mit diesen menschlichen Abgründen, die sich da auftun, beschäftigen zu müssen. Was ich wie gesagt ja dennoch tun werde, wenn die Konditionen nicht eingehalten werden. Sie bekommt logischerweise ja keine Narrenfreiheit. Ich würde auch gerne nicht ständig Geld für Anwälte oder sonst was ausgeben müssen. Sind wir mal ehrlich, die Aline-Videos, die laufen wirklich super und auch konstant gut, aber das ist es mir dann irgendwann auch nicht mehr wert, vor allem weil meine Videos ja generell auch echt gut laufen. Mittlerweile ignoriere ich ja einfach schon 90% von den Sachen, die Aline machen. Ich habe halt wirklich keine Lust mehr auf diese Clown-Fiesta, es wird mir zu dumm. Aber wie gesagt, ich lasse ihr trotzdem nicht die ganz krassen Dinger durchgehen, wenn sie die weiterhin bringt. Ohne Spaß, das YouTube-Game... Ich dachte immer, das wird voll krass, dass ich da voll viele Abmahnungen krieg und Anzeigen und dies und das und jenes. Ich sage euch ehrlich, ich habe noch nie irgendeinen krassen Rechtsstreit oder sonst irgendwas gehabt. Wenn irgendwas war, dann kannst du es immer mit den Leuten abklären und das war es eigentlich. So, also theoretisch, natürlich, ich hätte wegen Sachen zum Anwalt laufen können oder so, ist jetzt nicht die Frage. Aber theoretisch kannst du auch einfach gar nichts machen. So, außer du bist halt wirklich sehr provokant. Also wenn du so KuchenTV bist oder sowas, es gibt Leute, keine Ahnung, eine Shuyoka oder sowas, mit der hat er ja auch viele Auseinandersetzungen. Der schickt da natürlich auch viele Sachen, weil er da auch unzufrieden ist mit manchen Sachen, die sie sagt, was ja auch zu Recht ist, ne? Aber es gibt manche Leute, die sind einfach so ultra geil drauf, irgendwen anzuzeigen, irgendwen abzumahnen, irgendwie da wieder zum Anwalt laufen, da wieder zum Anwalt laufen und so. Ich kann es einfach nicht verstehen, weil es ist so fucking nervig. Warum machen das die ganzen Leute? I don't know. Naja. Dieses Video hier wird so lange Payback-Finale heißen. Kann sich ja noch ändern. Philipp, zeig's mir an, oder bis was? Bis gegen diese Terms verstoßen wurde. Man muss aber dennoch sagen, dass Aline sich die letzten Tage wirklich auffällig ruhig verhalten hat und irgendwie ist so ein bisschen die Hoffnung da, dass das auch so bleibt. Wobei oft, wenn wirklich lange Ruhe Tage. war das einfach nur die klischeehaftige Ruhe vor dem Sturm. Mhm. Und danach, Kirill lässt grüßen. Sollte dem nicht so sein und sie hält sich nicht daran, wird dieses Video in Payback 12 umbenannt. Und ihr könnt euch sicher sein, das seht ihr, dass dieses Video hier nicht mehr Payback-Finale heißt, wird es nochmal ordentlich rappeln. Der Peil ist dann am Steamen, um mal meine inneren Anglizismen zu kanalisieren. Wir befassen uns gleich mit einem unfassbar wichtigen Video, welches unten verlinkt ist. Wirklich Props für dieses Video. Was ist das für ein krasses Deko-Piece? Bruder von Aicha bricht endlich sein... Sorry, dass ich da jetzt gerade davon ablenke, aber holy shit, das sieht sick aus. So. Schweigen und offenbart, wie dieser ganze Fall wirklich abgelaufen ist. Das muss ich noch zusätzlich sagen, bevor ich das vergesse. Auch wenn es mit den Paybacks und den Aline-Videos vorbei ist, kann es trotzdem noch sein, dass ein Video zusammen mit der Familie von Aicha kommt, weil das haben wir soweit auch abgesprochen und das wird wahrscheinlich auch noch passieren, aber das zähle ich dann halt nicht so als Payback-Video oder als krasse Ansage, sondern Sparkast, einfach klar, nur Dankeschön. Dieser Familie halt eine Plattform und eine Stimme geben. Ich finde das halt gerechtfertigt, weil, wie gesagt, dieser Kampf von den Leuten ohne Reichweite gegen, wie viele Follower hat sie, 600.000? Ist halt nicht ganz so fair, deswegen würde es mich, wie gesagt, freuen, dieser Familie einfach ein Sprachrohr sein zu können. Ich weiß eigentlich nicht, warum ich mir für dieses Video ein Skript geschrieben habe, weil ich mich die ganze Zeit nicht dran halte und irgendwas Freeflow reinblabber. Naja, vielleicht kommt es ja trotzdem ganz gut an. Keine Ahnung. Wir haben ja generell mitbekommen, dass Aline sich gerne mal als Engel und die Kritiker, ja, das sind die bösen Dämonen, ne? Und ich bin auch ganz gerne mal die Personifizierung von Lucifer himself. Sie mag es halt gerne, die Realität so darzustellen, wie es ihr gefällt. Halt, was gerade nützlich für sie ist. Wenn sie sich gerade als Opfer darstellen kann, dann ist sie die kleine, verletzliche Aline. Und wenn sie gerade den Helden memen will. Was, by the way, mega gut ankommt bei allen möglichen News-Outlets und sowas. Ich finde das so funny, dass Aline Bachmann mit all den Sachen, die sie gemacht hat, so gerne immer noch von, keine Ahnung, der Bild oder von hier bei, auch bei ARD und sowas. Ich bin mein, das war ARD, ich bin nicht ganz sicher, als das größte Opfer auf dem Planeten und sowas deklariert wird, weil es ist halt so offensichtlich, dass es halt Bullshit ist. Natürlich wird sie in manchen Sachen da nicht gut behandelt oder natürlich auch sind straffällige Sachen auch gegen sie gemacht worden. Das ist überhaupt nicht die Frage. Aber die Leute, die werden ja auch wissen, was sie damit auslösen oder was sie damit auch zu einem gewissen Teil verharmlosen. Ne? Wenn ich jetzt hergehe und sage, keine Ahnung,
Irgendein, wer ist denn irgendein Idiot? Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ich will nicht Simex nehmen, ich nehme immer Simex. Keine Ahnung. Irgendein Vollidiot, so, der dir gestern ins Gesicht geschlagen hat. Und ich gehe dann hin und sage, oh je, der Arme, der Michael, und der wollte es ja gar nicht und bla bla und hin und her. Das verharmlost natürlich auch so ein bisschen. Ich finde, man sollte einfach beide Seiten gleichmäßig halt in jeder Reportage da aufarbeiten, weil du kannst jetzt auch nicht einfach sagen, keine Ahnung, ich mache ein Video über, weiß ich nicht, über einen Adolf und dann sage ich, wie tierlieber war. Ja, sicher war tierlieber, aber dann gibt es so ein bisschen extra Kontext und so. Ragebait funktioniert gerade bei großen Medien sehr gut. Ja, ich glaube ja auch. Und ich glaube, viele Medien haben auch nicht mehr so einen großen Ruf zu verlieren, oder es ist ihnen wurscht. Keine Ahnung. Es ist halt kurzfristig ein einfacherer Cut, wenn du Leute auf die Webseite bringen musst, weil die haben ja auch Statistiken, die wissen ja auch, wie viele Leute auf der Webseite sind, wie viele Exemplare Print-Medien die verkaufen und so weiter und so fort. Oder wie viele Leute bei ihnen abonniert sind. Und wenn das dann abnimmt, dann brauchst du einfach BAM, da brauchst du auch Banger. Und so kannst du es hinbekommen. Dann ist sie die taffe Powerfrau, die sich nicht unterkriegen lässt. Ob das dann halt auch der Wahrheit entspricht, ja, wen interessiert. Dieses unfassbar wertvolle Interview ist logischerweise, wie gesagt, unten verlinkt. Es würde mich freuen, wenn ihr da mal vorbeischaut und Grüße da lässt. Genauso wie der PayPal-Link von Aichas Mutter, damit sie sich gegen Aline und so... Nuray66@hotmail.com, Nuray66@hotmail.com sogar gegen die ARD anwaltlich zur Wehr setzen kann. Ihr müsst euch ja halt überlegen. .de, Entschuldigung, ich bin betroffen. Das ist halt, wie gesagt, habe ich gerade schon gesagt, eine Privatperson, Familie gegen eine mächtige Influencerin steht und da wäre es halt nur fair. Also statt, dass ihr mir irgendwie wieder super Thanks oder sowas dalasst, spendet das ruhig der Mutter von Aicha. Ich würde mich wirklich drüber freuen. Aber natürlich nur, wenn ihr gerade was überhabt und euch das nicht schaden würde. Sind gerade schwere Zeiten. Und gerade diese Verhältnisse von einer Familie gegen die ARD. Ja, wer da wohl den längeren Hebel hat, was Anwälte angeht, das brauche ich euch nicht zu verraten. Die möchten halt einfach jetzt langsam mit dieser ganzen Sache abschließen und... Aber ich muss dazu sagen, ich glaube nicht, dass... Ist der Aicha-Fall vorgekommen in der Doku? Weil ich glaube, in der Doku ging es eigentlich nur unter Anführungszeichen um die ganze... Telegram-Geschichte und was da ist, was die mit Pizza bestellen und solchen Geschichten und sowas. Es schwappt halt irgendwo alles übereinander, weil wenn du jetzt über Just Nero dann sagst, so, oh, der bezieht da seine Quellen aus Mobbingkreisen und bla bla, und dann siehst du ein Video von Just Nero und da geht es da um die Aicha-Geschichte, dann denken sich auch wieder Leute, das ist aber gar nicht gut, wo der das her hat und so. Safe? War das da auch erwähnt explizit? Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich denke, mit einem Anwalt wird das relativ gut funktionieren. Ey, das ist ja auch noch so ein Ding, das fällt mir gerade ein. Als Ferit den Spendenlink von der Mutter geteilt hat, hat Aline es für nötig empfunden, Aichas Mutter im Privatchat zu attackieren und ihm mitzuteilen, wie erbärmlich es doch ist, dass nach Spenden gefragt wird, um sich einen Anwalt leisten zu können. Übrigens, nachdem Aline die auch anwaltlich bedroht hat, naja. Aber sich dann im TikTok-Stream Nutella und Ei in die Fratze zu schmieren und nach Spenden zu betteln, obwohl man eine Reichweite jenseits der 500.000 hat und viel. Also wenn diese Person, ich kann da eh nichts sagen, diese Person sitzt so im Livestream. Viele Leute machen sich über mich lustig, weil ich Influencer bin und das ist vollkommen okay. Macht es gerne. Ich bin hier, damit sich Leute lustig machen können. Ich bin hier, damit Leute im Internet ihre Meinung sagen können. Aber ich gehe nicht her und sage, oh, so wie du dein Geld bekommst, damit du dich rechtlich verteidigen kannst, das ist lächerlich. Und dann sitze ich so im Stream. Holy fucking shit. Was ist überhaupt mit ihr? Warum streamt sie überhaupt noch mit Aline? Ich kenne sie nicht, aber die war ja auch das letzte Mal dabei, wo sie da Tilidin geschluckt hat und sowas und dann gesagt hat, rückfällig. Finanziell eigentlich relativ gut betucht ist, vielleicht auch betuchtbar, egal, sondern halt einfach nur diese Bettelei zur persönlichen Bereicherung macht. Und das mitreden dann sieht. Ist das nicht erbärmlich oder was? Genauso wie es nicht erbärmlich ist, zu heulen und Geräusche von sich zu geben, als würdest du gerade ein Kind zur Welt bringen, weil dir die Spenden von deinen Zuschauern zu wenig waren. Ich bin nicht dankbar für das Geld, das ist mir der großen Influencerin, der das in den Rachen gestopft wurde, zu wenig. Das muss mehr sein. Dünnes fucking Eis, Alter. Wirklich dünnes Eis. Weiß ich ja nicht, ob es so eine gute Idee ist, Aichas Mutter wirklich damit zu bedrohen. Vor allem, nachdem du gesagt hast, dass du dein Geld für die Anwälte auch geschenkt bekommen hast. Das hat sie auch noch angehängt. Sie dachte halt wirklich, dass es ein guter Front wäre zu schreiben, ja, da kann dir der Nero ja auch wieder 1000 Euro spenden, wie er es damals bei Aicha gemacht hat. Wow, wow, Aline. Guter Vorwurf, weil ich das durchgezogen habe, was bei dir gescheitert ist. Sperrung der Kampagne und so.
Es ist halt so crazy, wie viel Geld man da auch immer noch rausbekommen kann und sowas. Weil ich bin euch mega dankbar jedes Mal, wenn irgendjemand spendet, wenn irgendjemand einen Sub da lässt, wenn irgendjemand, keine Ahnung, seine Erbschaft auf mich überträgt oder sowas. Das ist super. Das ist super. Und ich bin euch sehr dankbar. Aber ich hoffe, ihr macht das nicht zu viel, weil ich habe auch in mir das Gefühl, manchmal, wenn es so zu viel Geld ist oder sowas, ich fühle mich schlecht. So, ich weiß, ich soll das nicht und ich weiß, es liegt gemeint so, aber ich fühle mich halt schlecht. Und da ist halt das Gute, dass ich halt mein Hauptgeld, sag ich jetzt mal, durch Sachen finanziert bekomme, die unentgeltlich für euch sind. So, außer ihr habt jetzt irgendwie YouTube Premium oder so, aber das habt ihr dann wahrscheinlich hoffentlich nicht wegen ihr. Ihr habt die Schulden, super, Dankeschön, vielen lieben Dank. Was soll ich sagen? Genau, ich poste halt YouTube-Videos und das Einzige, was du halt machen musst, um sie zu konsumieren, ist halt die Werbung skippen einfach so. Einfach Werbung skippen und das war's halt so. Du musst halt kein Geld ausgeben, um das zu sehen. Und das ist die perfekte Transaktion für Menschen wie mich, weil ich bin voll schlecht in all möglichen Business-Geschichten und sowas, weil ich immer ein schlechtes Gefühl habe. Aber so ist es eigentlich Bombe. Und wenn du dann im Internet fast nur durch Spenden dann finanziert bist und sowas, weil ich weiß nicht, wie viele Werbepartner sie haben könnte, aber viele werden es wahrscheinlich nicht sein, na, Holy wird sie nicht mehr aufnehmen, dass du dich dann halt über andere Leute lustig machst und sowas, das ist halt auch schon ein hohes Ross. Das ist ein hohes Ross, sag ich dir ehrlich. Ich habe das damals nicht mal öffentlich erwähnt gehabt, dass ich Alter privat auch nochmal 1000 Euro in die Hand gedrückt habe, bis Aline Erde die Behauptung aufgestellt hat, dass ich ja gar nichts für Alter getan hätte, sondern nur sie. Und der Nero, ach, der wollte die nur ausbeuten und sich persönlich an ihrem Leid bereichern. Halt doch einfach mal die Schnute. Ey, wirklich. Man kann sagen, dass dieses Interview Aline sowas von zerstört hat. Ihre ganzen wilden Anschuldigungen und Behauptungen wurden damit komplett zerrupft. Seien es die gegen Aicha, gegen die Familie, gegen mich oder sonst wem, der in diesem Fall involviert war. Das Ding ist ja, dass Ferik für all diese Sachen Beweise hat, auch wenn man die in den Videos aus juristischen Gründen eher schwierig immer zeigen kann. Ich lehne mich allerdings nicht so weit aus dem Fenster zu sagen, dass das, was dort erzählt wird, absolut der Wahrheit und nichts als der Wahrheit entspricht. Nicht nur habe ich Beweise gesehen, ich habe ja auch eigene. Ich habe selber Beweise dafür. Unter anderem. Es wäre eh dämlich, wenn er sich da extra angreifbar macht, wenn er irgendeinen Scheiß erzählt oder sowas, für den er keine Beweise hat oder sowas. Aber wenn du dafür Beweise hast, dann kannst du wurscht sein. Werden damit auch die neuesten Vorwürfe, die Aline mir entgegengefeuert hat, widerlegt. Von wegen, Aicha hätte ja so eine Angst vor mir gehabt, dass ich Videos über sie mache, wenn sie nett zu Aline ist. Fucking Bullshit. Schauen wir doch einfach mal rein. Wie gesagt, der Link zu dem Video ist unten. Good job, Da Vinci. Okay, ganz kurz nur, bevor wir reinschauen. Kriegst du von YouTube Premium Usern gleich viel? Ich weiß es tatsächlich gar nicht. Ich hab keine Ahnung, weil ich kann das nicht anschauen, wie viel ich pro Klick von einem YouTube Premium Nutzer bekomme, sondern ich sehe halt nur, wie viel Prozent von den Einnahmen ich durch YouTube Premium bekomme. Und ich weiß aber nicht, ich kann glaube ich nicht sehen, wie viele Klicks durch YouTube Premium kommen. Also ich sehe nur, aha, ich habe, keine Ahnung, Beispiel in einem schlechten Monat 5 Millionen Euro durch normale Klicks bekommen und dann, keine Ahnung, 800.000 Euro durch YouTube Premium oder so. Na, in einem schlechten Monat. Es wird teilweise jetzt sehr lange Einschnitte geben. Aber es wäre spannend. Es ist aber halt auch einfach wichtig, Aichas Bruder diese Plattform zu geben und ihm zuzuhören. Wir müssen nicht die ganze Zeit nur über ihn reden. Wir können ihn auch einfach mal reden lassen und ich gebe da mein Take zu. Diese Doch. Aufmerksamkeit hat er wirklich verdient. Ich bin drin. Akt 2. Aichas Familie zerstört Aline. Zunächst eine kleine Schilderung der Sachlage. Es ist ja nicht nur das passiert, was veröffentlicht wurde von mir oder der Familie. Wie ihr euch sicherlich denken könnt, mussten die Verwandten von Aicha einiges wegstecken, was sie halt nicht veröffentlicht haben, um das Drehen der Eskalationsspirale nicht zu verschnellern. Mit, ehrlicherweise, mäßigem Erfolg. Ihr kennt halt Aline. Wenn sie nicht unmittelbar eine Retoure kassiert, wehnt sie sich auf dem Highground und spuckt erst recht auf die Köpfe von denen unten. Also hallo nochmal, ich bin Ferdi aus Nürnberg. Thema des Ausschnitts. Warum nichts machen die Situation verschlimmert? Nichts machen im Sinne von nicht darüber aufklären und Aline einfach Freiraum geben, oder wie? Aichas Bruder. Ach so, das ist wirklich ein Greenscreen, hast recht gehabt. Genau, also wie der Da Vinci schon gesagt hat, ja, als Familie, irgendwann ist der Becher schon voll. Wir haben vieles drüber weggeschaut, wir haben vieles weggesehen, haben wir gesagt, okay, lass Gras drüber wachsen, der Hype geht irgendwann mal weg. Ja, aber irgendwie hat es kein Ende. Je ruhiger wir sind,
umso mehr wird draufgetreten, umso mehr wird draufgehakt. Natürlich blieb es nicht bei rohen Verbalangriffen der Familie gegenüber. Auch juristisch hat sie sich berufen gefühlt, die Säbel zu rasseln. Mich verwundert an der Stelle ein wenig, dass sie mir zwar häufig damit gedroht, es aber eigentlich nie so richtig durchgezogen hat. Abgesehen von den 11 Anzeigen, aber dafür braucht man auch keinen Anwalt. Entschuldigung, ich meine natürlich 11 Anzeigen. Man könnte daraus schließen, dass sie eventuell weiß, dass sie bei mir mit so einer Shitshow nicht so weit kommt. Weil Anwaltsdrohungen, die lassen mich halt kalt, ein kaputter Föhn. Bei Privatpersonen, die gerade eh zu kämpfen haben und quasi sowieso einer 500.000 starken Community schutzlos ausgeliefert sind, ja, könnte die halt einschüchtern. Das ohne Spaß. Das ist wirklich, das war am Anfang, war das eine von meinen größten Ängsten, dass da irgendjemand dann herkommt und dass der mich dann irgendwie so voll wegklagt und ich habe da keine Ahnung und bla 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 bla. Ich sage euch ehrlich, ich habe genug Geld, um anwaltlich gegen alles vorzugehen und sowas. Und das ist so eine Erleichterung, weil es natürlich zum Berufsrisiko dazugehört. Und deswegen brauche ich da auch keine Angst mehr, aber das ist gut. Das weiß sie. Vielleicht haben die keinen Anwalt und ja, dann lassen sie sich beeindrucken von mir, der beeindruckenden Berliner Achmann. Ich bin toll, sehr toll. Habt Angst vor mir! Da kann man halt mal ordentlich zulangen. Womit sie nicht gerechnet hat, ist, dass es dann wohl doch ein böses Erwachen gab. Aline hat sich wohl falsch angelegt. Wie Wirecard-Aktien. Die Familie von Aitscha besteht aus absolut stabilen, resoluten Menschen, von denen man sich, was Widerstandsfähigkeit angeht, schon eine Scheibe abschneiden kann. Ihr müsst mal überlegen, was die alles weggesteckt haben von ihr. Die lassen sich nicht kleinkriegen, da steckt halt Feuer hinter und das könnt ihr mal glauben. Kleiner Einschnitt, an der Stelle ist mir ein Hoppala passiert. Euch wird's wahrscheinlich trotzdem freuen. Ich wollte hier einen winzigen Extrapart einschieben und kurz auf einen männlichen Influencer eingehen, der es für nötig hielt, Aline zu white-knighten und gottlos zu verteidigen. Dieser ganz... Boah, wer ist das? Vielleicht Mois? Sie hat das gleiche bei ihm gemacht. Kurze Mini-Part. Eventuell ist er 23 Minuten lang geworden und ich habe daraus jetzt ein extra Video gemacht. Ganz vielleicht habe ich mich ein wenig in Rage geredet und mir... Er sagt in dem Payback-Finale, dass er unabsichtlich ein zweites Video über Aline Bachmann erstellt hat. Es sind immer wieder neue Argumente eingefallen, warum es lost ist, diese Frau zu verteidigen. Tut das nicht! Naja, ihr werdet euch wahrscheinlich über ein zusätzliches Video freuen. Kurz runtergebrochen. Warte mal ganz kurz. Eine viel wichtigere Sache. Hier verläuft die Nase von Just Nero und dann geht sie hier runter und dann hat er drunter die Nasenlöcher? Das wäre doch nie aufgefallen. Und das schaut aus einfach wie ein trauriger Smiley. Ich darf auf sowas keine Acht geben. Hört verdammt nochmal auf, Aline zu verteidigen. Hört euch einfach an, was... Wobei das ist ja im Real Life auch so bei ihm. Aitschas Familie zu sagen hat. Meine Güte. Ja, ich bekomme ja schon auch schon von Alines Anwalt schon, habe auch schon einen Brief bekommen, dass ich das unterlassen soll, sie irgendwo in den Stories zu erwähnen, in der Anfangszeit, kurz nachdem, nachdem die Aitscha verstorben ist. Ja, was ich eine unter aller Sau, ja. Aller Sau, ja, wie sagt man's? Ja, du absolut richtig. Also du, ja, ich finde es schon allein schon dreist, sage ich mal, als Anwalt überhaupt so einen Fall zu nehmen. Ja. Und ja, auf jeden Fall haben wir jetzt ein Schriftstück vorbereitet. Den werde ich morgen einreichen. Mit der Unterstützung natürlich für die Unterlassungserklärung. Alter, man kann es sich nicht ausdenken. Aline Bachmann postet fucking Stories, in denen sie den Tod von Aitscha gegen den Willen der Familie veröffentlicht, verdreht die Realität und schlachtet ihr Ableben völlig aus. Und obendrein benutzt die das alles noch, um wieder gegen mich zu schießen und Lügen zu verbreiten. So, der Bruder hat mir zum Beispiel angeboten, wenn ich mal heirate, würde er sogar die Fotos machen. So, what the fuck, Ehrenmann! Er ist nämlich Hochzeitsfotograf. For free. Auf diesem Level sind wir gut miteinander. Wir tauschen uns aus und sind halt füreinander da, wenn es irgendwelche Probleme gibt. Und Aline erwartet halt, dass die das einfach so stehen lassen, wenn sie so gegen mich schießt und die Realität verdreht. Man muss aber immerhin sagen, dass Praline durch das Gift- und Gallespein sich selbst zwar isoliert, weil sich keiner verätzen will, möchte man halt einfach nicht, aber immerhin bringt sie dadurch andere Menschen, die unter ihr leiden, zumindest zusammen. Ich wiederhole das nochmal. Jedes Video ist mit denen abgesprochen. Ich bin quasi einfach nur das erweiterte Sprachrohr, was das Thema Aitscha angeht, damit man
man sich auf einer Plattform, die zahlentechnisch ebenbürtig ist, begegnen kann. Deswegen ist das auch eine der Bedingungen. Ich weiß ja nicht, was er in den Stories damals gepostet hat, aber ich meine, wenn er jetzt einfach nur gesagt hat, Aline, bitte hör auf, das zu sagen, bliblablub, wir möchten da einfach unsere Ruhe und keine Ahnung, bitte nutzt es nicht aus, um da irgendwie gegen Nero zu shooten oder schieß mich tot. Na, ihr, also er wird ja jetzt nicht gesagt haben, Aline Bachmann, keine Ahnung, ich werde zu dir nach Hause kommen und dich anspucken oder sonst irgendwas. So, er wird ja nicht gedroht haben oder so, ne? Sondern er wird einfach gesagt haben, bitte lass das und lass es bitte gut sein. Oder gegen den Willen der Familie, das öffentlich zu machen, dass sie dann gestorben ist, ist halt auch wieder so unnötig. Weil das ist halt immer so das Ding. Es ist immer eine Frage des Umgangs, wenn du einen Todesfall hast online. So, wie machst du das? Wozu bist du unter Anführungszeichen moralisch verpflichtet? Also sollst du das jetzt bekannt geben oder nicht? Und bla 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 bla. Im allergrößten Notfall fragst du einfach die Personen, die davon am nächsten betroffen sind, sprich in dem Fall halt die Familie, die sagen dir dann, ja, bitte entweder mach das oder bitte mach das nicht und dann machst du es einfach. Weil ich meine, was ist das sonst für eine andere Option für dich? Die ich für den Frieden gestellt habe. Ich habe diese Familie in mein Herz geschlossen, deswegen dulde ich es nicht, wenn man sie tyrannisiert. Ganz einfache Geschichte. Auf diese Stories von Aline hin hat der Bruder sich halt gewehrt und öffentlich darum gebeten, das doch bitte zu unterlassen und auch keine weiteren Lügen zu spreaden. Okay, es sollte halt Aichas Name nicht mehr von ihr in den Mund genommen werden, um damit Stress und Ärger zu produzieren. Statt jetzt dem Bruder zu schreiben, ey, sorry, du hast recht, das war impulsiv von mir und absolut nicht in Ordnung. Yeah. Ich bitte um Verzeihung, es kommt nicht mehr vor. Postet sie lieber Stories gegen ihn, droht und hetzt, eskaliert die Situation völlig, rantet im Stream gottlos rum, beleidigt und bringt es dann allen Ernstes auch noch fertig, eine Abmahnung zu schicken. Sehr geehrter Herr Aichas Bruder, genau. Weil man sie erwähnt hat in einer Story. Dürfen die sich jetzt nicht mehr verteidigen oder was? Wie kann man so sein? So lächerlich. Mach Spaß beiseite, es geht mir. Vor allem, du musst dir überlegen. Du gehst zum Anwalt und du bezahlst dem etwas, damit er das macht. Das kostet ja Geld. Das heißt, sie hat einfach Geld rausgeworfen für absolut gar nichts. Du kannst nicht einfach sagen, nee, bitte rede nicht mehr über mich. Gerade wenn du eine Person des öffentlichen Lebens bist. Und gerade wenn du eine Person des öffentlichen Lebens bist und über den Tod von deiner Schwester gerade eben redest. Nicht in den Kopf rein. Was bist du für ein Mensch, Alter? Widerlich. Und ja, natürlich doof, dass ein Anwalt sich dahinstellt und sowas verteidigt. Aber das sind Anwälte, das ist deren Job. Ja, was mich nur wundert, ist, dass das einer angenommen hat wegen den Erfolgsaussichten. Wurde Aline nicht mitgeteilt, dass das von vornherein halt ein verlorenes Ding ist? So, das hätte halt passieren müssen. Vielleicht wurde das auch gemacht und sie hat gesagt, nö, ich will das trotzdem. Als nächstes erzählt uns Ferit von Aichas Reaktion nach dem Erstkontakt mit Aline. Und dann hat sie mir halt so ein YouTube-Video von ihr geschickt, habe ich gesagt, nö, eigentlich nicht. Muss man sie kennen? Ja, und dann hat sie halt gemeint, kann ich natürlich auch, ich habe ein paar SMS von ihr offen. Die wird gerade sehr in den Medien gesprochen. Und ja, sie kam einfach so drauf, eine Spende zu starten. Ja, und dann hat sie gesagt, ja, aber sie hat schon so viel Scheiße gemacht. Die hat da viel Kacke gemacht. Muss jetzt nicht sein, dass sie bei mir auch mal dasselbe macht, aber naja, ich meine ja nur, ne? Du kannst es dir nicht ausdenken. Entgegen Alines Narrativ hat sie das nicht mit Aicha abgesprochen, sondern sich einfach so gedacht, ja, ich sammle jetzt Spenden, die auf mein Konto gehen für sie, statt einfach ihre Spendenkampagne zu teilen oder es halt direkt auf ihr Konto laufen zu lassen. Ja, warum? Das ist so viel einfacher. Ich weiß halt nicht genau, wie das so genau funktioniert, wenn du selber zuerst das Geld bekommst auf so GoFundMe und dann schickst du es irgendwo rüber und so, wie das damit Steuern ist und bla bla bla, weil da kannst du ja auch sagen, ja okay, du hast gerade eben Geld erwirtschaftet und du bist im Besitz davon, ne? Und dann erst wenn es weg ist, dann wieder nicht und ist es dann eine Ausgabe oder hast du es gar nicht erst besessen und bla bla, ich kenne mich da nicht so gut aus. Aber so wäre es doch viel einfacher. Yo, da ist eine Person gestorben und wir sammeln Spenden für, ich weiß nicht für was alles, vielleicht für die Beerdigung und für Nachwirkungen vom Krebs, hohe Kosten, solche Geschichten und sowas. Easy cheesy. Dann teilst du das einfach. Gut ist, wenn jemand spendet, cool, cool. Wenn jemand nicht spendet, ist auch okay. Musst du ja nicht machen. Checke ich bis heute nicht, warum man das so gemacht hat. Ihr müsst euch das mal überlegen. Sie liegt mit aggressivster Leukämie im Krankenhaus und hat sofort geahnt, shit, das könnte nach... Achso, stimmt. Ja, genau, stimmt. Entschuldigung, das war jetzt ein Blödsinn von mir. Da war sie noch am Leben und das war gerade während der Behandlung. Nach hinten losgehen. Nicht, dass sie jetzt auch wieder sowas bei mir abzieht. Und sie sollte recht behalten mit ihrer Befürchtung. Aicha wurde irgendwann
nämlich bei einer Fragerunde gefragt, oh, was ist eigentlich mit den Spenden passiert, die Aline für dich gesammelt hat? Das wurde von ihr mit, ja, keine Ahnung, sie antwortet mir nicht, beantwortet. Daraufhin ist Aline ja gottlos eskaliert und hat angefangen, sie zu bedrohen, von wegen, ich werde deinen Instagram-Account sperren lassen und so weiter. Das hört sich ja erstmal so semi-schlimm an, weil man in dem Moment größere Probleme hat, als den Instagram-Account zu verlieren. Allerdings wäre das für sie eine fürchterliche Katastrophe gewesen, weil sie sich dadurch finanziert. Und das wusste Aline. Das ist halt so crazy, weil halt gerade in dem Fall, so ich habe auch viele Probleme so in meinem Leben. Ich muss an das denken und das denken und da gibt mir irgendwas am Arsch und bla bla. Aber ich habe einfach Zeit. So nach aktuellem Wissensstand lebe ich halt noch die nächsten, ich weiß es nicht, 50 Jahre oder so. 60, wenn ich Pech habe, ne? Was für Seite. So, es ist halt einfach, aber manche Leute in so einer beschissenen Situation, anders kannst du das halt nicht machen. Da willst du halt über gar nichts anderes mehr nachdenken und dann kommt da irgendein Scheiß daher und dann musst du dich da wieder rechtfertigen und dann ist da und da und da, weil du mal kurz irgendwas gesagt hast, was dann der Person nicht gefallen hat. Bro, entweder du hast das Geld oder du hast es halt einfach nicht. So, was halt jeder hätte machen können, ist, wenn sie ihr das Geld ausgezahlt hat, easy. Dann zeigt sie einfach im Stream, by the way, hier ist die Auszahlung, das hat mir vielleicht gehst du noch zu deiner Bank und holst dir den Kontoauszug oder so und dann steht da drauf, hallo, du musst dir alles zeigen, hallo, der Betrag wurde ausgezahlt auf das und das Konto, so, fertig. Da kann niemand irgendwas machen oder so. Und gut ist. Instagram war ihre Haupteinnahmequelle. Die entrissen zu bekommen in so einem Moment, während man mit so einer schlimmen Krankheit kämpft, schlimmer geht es kaum und das wusste sie, wie gesagt. Weswegen sonst sollte sie damit drohen? Das war aber auch noch nicht die Spitze. Aline hat ihr privat ja ebenfalls damit gedroht, dass sie beim Finanzamt gemeldet wird, weil sie die Spenden bestimmt nicht richtig versteuert hat. Klar, unlogische Drohung, das wäre halt erst viel später mit der Steuererklärung relevant gewesen, aber da denkt man in dem Moment ja nicht dran. Alines Ziel war einfach, möglichst große Angst zu verursachen und Druck auszuüben. Sie hatte halt gerade andere Sorgen, als über Alines Drohung nachzudenken. Nämlich überleben. All das, weil Aicha öffentlich gesagt hat, dass Aline sie ignoriert, was ja auch richtig war nach dem Start der Spendenkampagne. Es ist so grotesk, was sich da für Abgründe auftun. Ich glaube, Frau Bachmann hat etwas zu lange da reingestarrt. Was Aline übrigens gar nicht mochte, dass Aicha gesagt hat, hier, ich habe mittlerweile eine eigene Kampagne, spendet lieber mir direkt das Geld, wenn ihr spenden wollt. Oh, und wie Aline das nicht mochte. Ich meine, es geht hier um Leben und Tod. Wie kann sie es also wagen, auf eine eigene Spendenkampagne hinzuweisen, während die große Bachmann herself auch Geld zusammenklimpern will? Feri, liest uns jetzt vor, was Aline Aicha daraufhin geschrieben hat. Das zitiere ich jetzt. Wie ekelhaft du bist. Echt krass. Du wirst sehen, was du davon hast. Ich werde deinen Instagram-Account löschen lassen. Sowas geht gar nicht. Warum? Aus welcher, nur rein theoretisch, gibt nur einen Grund, wie das irgendwie logisch erscheinen soll. Aline Bachmann macht eine Spendenkampagne, um einer anderen Person zu helfen. Ist dann anscheinend nicht in einem Kontakt mit dieser Person. Sie sagt, ich weiß nicht, was mit dem Geld ist. Sie ist halt nicht mit mir im Kontakt. Sie sagt, fuck you. Dann geht diese Person her und sagt, ich brauche halt das Geld. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt kriege oder nicht. Hier, ich habe eine eigene Spendenkampagne, da ist halt sicher bei mir. Und nicht halt über einen Dritten. Und dann sagt sie, ich werde deinen Instagram-Account sperren lassen. Mit welcher Begründung könntest du den überhaupt sperren lassen? Das ist das Dümmste, was ich jemals gehört habe. Na, ganz ehrlich. Unmenschlich. Ich lasse mich von Menschen nicht so behandeln. Ich hoffe, du verstehst. Zahl einfach das Geld aus. Zahl einfach das Geld aus, poste das online und sag, vielen lieben Dank, dass ihr alle geholfen habt. Dann würden wir heute alle hier sitzen und würden alle sagen, wow, geil, was Aline Bachmann da gemacht hat. Aline Bachmann, ich bin kein großer Fan, aber das hat sie wirklich top gemacht und da hat sie dieser Familie geholfen und das war wirklich super. Und jetzt schauen wir uns an. Steuerst alles, beim Finanzamt frage ich nach. Das ist krass. Also frage ich nach, als ob du das nachfragen könntest. Ja, ich würde gerne wissen, über Privatperson XY, könnten sie mir da finanzielle Aussicht geben? Ja, natürlich. Also, jetzt auch noch, und da muss man ja auch für die Zuschauer nochmal erklären, Aicha war dort im Krankenhaus und hat gegen Leukämie angekämpft, einer der aggressivsten Krebsformen, die es gibt. Du lässt dich nicht so behandeln, ja? Du! Was hat Aicha dir Schlimmes angetan?
Kannst du das mal bitte in Worte fassen? Ich sehe da nämlich nur von einer Partei eine wirklich widerwärtige Art. Ganz retalk, ich bin angewidert, das so nochmal von dem Bruder zu hören. Ich meine, ich wusste das alles, aber diese Realisation kickt halt nochmal richtig. Würde Aitcha noch leben, hätte ich ihr an der Stelle natürlich meine bedingungslose Solidarität ausgesprochen und Hilfe angeboten, wo es nur geht. Man kann halt nicht einfach dabei zusehen, wie jemand so schlimme Zeiten durchmachen musste und dann noch eine Influencerin kommt, die draufhaut. Ich habe ja wirklich viel hin und her geschrieben mit ihr und ihr ahnt nicht, was für eine Angst sie vor Aline hatte. Das war ja bei weitem nicht die einzige Drohung. Hinterher kam es ja sogar noch zur Erpressung, von wegen, du stellst dich jetzt öffentlich gut mit mir oder ich verklage dich in Grund und Boden. So hat Aitcha es mir geschrieben. Fucking Depp, Adara. Holy shit. Und das ist genau das, was ich meinte. Imagine, du hast halt kein Geld und du sammelst Geld, damit du dich selber, damit du deine eigene Gesundheitsversorgung finanzieren kannst, weil das halt scheiße teuer sein wird. Und dann kommt jemand her und sagt, entweder du machst das oder ich nehme dir das halt alles einfach wieder weg. So, ja, dann nehme ich dir das alles wieder weg. Ist ja egal. Das ist halt so ohne Spaß. Ohne Spaß. Alles klar, Nettie. Na, das ist wirklich. Schildert. Und die Familie weiß das ja auch. Ich kann das halt belegen. Ich habe den Chat mit ihr. Aline, du kannst es leugnen, wie du willst. Wenn man Beweise hat, dann bringt es nichts, wenn du das weiterhin abstreitest. Nicht nur mir hat. Und zum Glück bin ich cool mit Jasnero, weil er kann mir die Beweise da auch schicken. Hatte sie das erzählt zum Beispiel auch einem Tobias Huch, der kann das... Das Bild von Tobias ist das Beste, was jemals existiert hat. Genauso beweisen wie ich. Dass Aline es sich rausnimmt, aktuell zu behaupten, dass Aitcha Angst vor mir gehabt hätte. Es ist so unglaublich, Alter. Jasnero. Ja? Die Krebskranke, die ich ja verarscht haben soll. Ich habe so viele Sprachnachrichten und die liegen auch schon alle bei meinem Anwalt. Die ganzen Beweismittel, alles Beweislagen liegen ja bei meinem Anwalt. Die gehen das ja alles durch. Mhm. Und ich kann euch ein was sagen. Ein was? Es gibt Sprachnachrichten. Und die werden dann bestimmt vor Gericht vorgespielt. Wo sie mir sagt, Aline, ich habe jetzt Angst vor Jasnero. Dass du sie irgendwie in einem Video... Was ist mit ihnen da drin? Ihre Ängste hat sie vor ihrem Tod mir noch geäußert. Wie wird Jasnero nur drauf reagieren? Es ist so unglaublich. Ich habe mich so... Ich sage euch ehrlich, ich glaube, das ist nur eine Vermutung. Das kann ich natürlich nicht wissen, aber ich glaube... Wenn Aline Bachmann so eine Sprachnachricht hätte, was ja auch nicht unmöglich ist oder so, aber dann würde ich sie so einschätzen, als würde sie einfach abspielen im Stream. Anders noch, wenn ich Aline Bachmann wäre und ich wäre hier im Recht und ich habe eine Sprachnachricht, wo diese Person, die Jasnero hier die ganze Zeit verteidigt, anscheinend zu Unrecht, also nicht zu Unrecht, sondern anscheinend, weißt du, er hat nicht wirklich geholfen, sondern er hat nur Angst gemacht oder so. Ich spiele das ab, ich expose Jasnero. Das muss ja geklärt werden. Das liegt auch im Interesse der Öffentlichkeit. Das ist ja dann nicht nur mein Interesse oder so, sondern da soll auch die Öffentlichkeit wissen, dass Jasnero hier diesem Mädchen das angetan hat und das dafür Klicks ausgenutzt hat und sowas. Das ist ja wichtig. Oh gut, mit ihr verstanden. Ich weiß nicht, Ich fände das gut, wenn Aline die einfach posten würde. Mach das. Alles zu dir gesagt hat, Aline, aber ich habe ihr halt gesagt, dass sie gerne alles machen kann, um sich mit dir gut zu stellen, damit sie halt einfach mal Ruhe hat. Das kann auch sein. Das kann ich beweisen und habe ich ja sogar schon in vergangenen Videos. Die hast du auch gesehen, du weißt das. Also, warum lügst du bewusst weiter? Da Vinci fragt jetzt, wie es der Familie in dieser wirklich grauseligen Situation ging. Es ist ja schon beschissener, kann es eigentlich in so einer Situation, glaube ich, gar nicht gehen. Der eigenen Schwester geht schlecht, auch zu jung noch. Ja, mir tat das selber voll leid. Sie war ja vom Charakter her ja schon sehr starke Persönlichkeit, sage ich mal. Sie hat auch vieles mit Humor natürlich auch angenommen. Sie war auch sehr humorvoll. Ne? Wo sie mir dann auch natürlich geschrieben hat, lest dir mal die E-Mail, die Nachrichten durch, die ist krank, hab sie jetzt blockiert, ja? Ja. Und dann hat sie halt natürlich versucht, aus allen Kanälen zu terrorisieren. Also irgendwo hört natürlich der Spaß natürlich auf, ne? Also ich habe das im Rande schon natürlich immer mitbekommen. Ja, aber ich wusste natürlich auch nicht, wie ernst die Lage ist und wie sie da abgehen kann. Ja, ihr müsst das mal auf euch wirken lassen. Aitcha hat Aline blockiert, weil sie gerade um ihr Leben kämpfend gegen den Krebs im Krankenhaus lag und sie diesen Scheiß, den sie bei ihr abgezogen hat, einfach nicht mehr erdulden wollte. Und statt dass Aline dann irgendwann mal merkt,
Wow, also das, was ich hier gerade getan habe, ist selbst für meine Verhältnisse barbarisch und menschenverachtend. Vielleicht mach ich mal ruhig. Nee, hat sie nicht eingesehen. Stattdessen schrieb sie ihr von anderen Accounts und hat den Scheiß fortgeführt. Wie nennt man das, wenn man sein Opfer einfach nicht in Ruhe lässt und nach dem Block auf Alternativ-Accounts switcht, um diese Blockierung zu umgehen und einen komplett zubombt und einfach nicht in Ruhe lässt? Ha, es ist bewundernswert, dass Aicha trotz allem noch Humor hatte und sich bei Ferit über... Weiß nicht, ob das schon über, also auf Stalking so zurückgehen würde oder nicht, aber maybe. Aline lustig gemacht hat. Der ganze Scheiß hat sich wirklich über Jahre gezogen, die ganze Krankheitsphase lang und selbst nach ihrem Tod hört sie damit ja nicht auf. Es ist so schlimm. Es ist einfach so krass schlimm. Da Vinci fragt Ferit. Was ist jetzt eigentlich mit dem Geld passiert? Weiß man das am Ende? Weil ich meine, das Geld ist ja irgendwo in diesem GoFundMe, das Aline Bachmann, ich glaube, das war ein GoFundMe, erstellt hat, ist es ja gesammelt worden. Das kannst du nicht einfach wieder zurückziehen oder so. Und entweder es wurde ausgezahlt auf einem Konto oder es liegt immer noch bei GoFundMe. Das ist jetzt die Frage. Aber ich meine, warum sollte es immer noch dort liegen? Es wird wahrscheinlich auf irgendein Konto ausgezahlt worden sein. Jetzt, wie sie zu Aline stehen. Also die Familie. Eingefroren? Man könnte meinen, dass es eine überflüssige Frage wäre. Eingefroren, maybe. Und jetzt gibt es gerade einen Rechtsstreit und das wird geklärt? Aber nein, Aline behauptet nämlich öffentlich ständig, dass sie sich ja gut mit der Familie verstehen würde und alles super wäre. So Da Vinci. Wie steht ihr denn zu Aline Bachmann? Das Ding ist ja, dass Aline Bachmann immer wieder behauptet, auch mit der Familie ist ja alles super und sie hat sich doch so super mit Aicha ausgesprochen. Ist denn das so der Fall? Leider nicht. Also, ich habe mir die Doku, sage ich mal, zum Teil, so viel Zeit habe ich nicht, aber die wichtigsten Bereiche habe ich mir von der Doku natürlich auch angeschaut. Ja, manches wurde in der Doku so verharmlost, ja. Aber meiner Meinung nach ist das genau das Gegenteil, wie wir sie erlebt haben. Ja. Ja. Ist leider, muss ich das so sagen, ja, ich habe auch, sage ich mal, wo das Ganze jetzt die letzten Monate alles ein bisschen ruhiger war, immer wieder mal geschaut, ja, was macht sie, was tut sie, und dann dachte ich mir, ja, endlich kommt sie auf die Spur, endlich, ne, ist mal Gras drüber gewachsen, aber wie ich vorhin schon gesagt habe, je ruhiger wir sind, ja, umso mehr wird drauf. Umso schlimmer wird sie. Da wird die selbst. Ich wollte nämlich sagen, so, ich habe die Doku auch gesehen. Es war sehr spannend, by the way. Es war eine sehr spannende Doku, aber Nero war da auch nicht ganz zufrieden damit und sowas. Gab ein paar lustige Meme-Momente, zum Beispiel, wo Solmecke so einfach auf die Wand geschaut hat und sowas. War ganz lustig. Aber es ging eigentlich nur, in der Doku ging es nur darum, was Aline Bachmann angetan wurde. Und nochmal, ich kann natürlich verstehen, die Sachen, die da ihr passiert sind, zum Beispiel, keine Ahnung, dass da ihr, weiß nicht, irgendwelche OP-Bilder von ihr gepostet worden sind und sowas. So, das kann ich halt einfach nicht gutheißen. Oder mit den Pizzen, die nach Hause gekommen sind und das und das und das und bla bla. Das finde ich alles nicht gut. Das kann ich alles nicht gutheißen, weil dann würde ich damit auch Raum schaffen für eine andere Person, die das dann bei mir macht, und dann kann ich bei der Person, die das bei mir gemacht hat, ja auch nicht sagen, ah, aber du darfst es nicht machen, weil ich habe das ja auch in Schutz genommen. You know. Trotzdem sollte man das irgendwie kontextuieren, sollte man da irgendwie sagen, yo, auch Aline Bachmann ist kein Unschuldslamm und hat nie irgendwas gemacht und ist einfach nur getargetet worden, weil, weiß ich nicht, sie hat einen sächsischen Dialekt oder weil sie eine Frau ist oder schieß mich tot. Ich weiß gar nicht mehr, ob das da überhaupt, kann ich mich nicht mehr erinnern, ob das da überhaupt irgendwie begründet wurde, warum sie so ausgewählt worden ist und sowas. Und es ist halt einfach so schade, weil dann ist genau das, was ich halt gemeint habe, dann siehst du halt ein Video von Just Nero und dann denkst du dir, oh, Just Nero, Aline Bachmann, das ist doch die so terrorisiert wird und Just Nero ist doch der einer von diesen Mobbern ist und bla 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 und das heißt, der wird sich das da alles aus dem Arsch ziehen und sowas, weil du kennst halt diese Seite von Aline Bachmann nicht. Und da frage ich mich halt schon, ARD, ist das öffentlich-rechtliche? Wahrscheinlich. Wahrscheinlich bezahlst du halt dafür, dass Aline Bachmann hier damit positiv dargestellt wird. Naja. Jetzt, wenn man nachgibt und einfach mal hofft, dass dann irgendwann Ruhe ist, desto mehr sieht sie das als Anlass, erst recht völlig am Rad zu drehen. Wie soll man sonst damit umgehen, wenn sie erst recht freidreht, sobald man aufhört, dieses Verhalten anzuprangern? Das geht an die ganzen Leute, die Aline vehement verteidigen. Wie soll man so eine Situation handhaben? Erzählt es mir bitte. Und soll man das einfach ignorieren und es passieren lassen? Soll man die Familie im Stich lassen? Was ist mit eurem Konzept von Solidarität? Sollen die Aline einfach blockieren? Ach nee, warte, dann wird ja von einem neuen Account aus weitergemacht.
Das bringt ja auch nichts. Ist ja fast so, als wäre es die beste Option, sich dagegen zu wehren und der Familie solidarisch zur Seite zu stehen. Solidarität ist nicht nur eine Floskel, die man ins Internet scheißen kann, nach volle Soli in die Tastatur einhacken. Es gibt so ein paar Begriffe. Ich habe mental eine Liste gemacht, aber ich vergesse immer wieder Begriffe. You know, Liebs. Liebs ist so ein nerviger Begriff, wenn einfach Leute kommentieren, oh, Liebs, oh, es ist so ein, oh, fuck off, Alter. Und wenn jemand schreibt, volle Soli, boah, es ist auch so, oh mein Gott, fuck off mit diesen dummen Begriffen. Es gibt manchmal so, genauso wie, ist so goofy, Video und sowas. Ich hasse das, wenn man das schreibt. Ihr könnt einfach ass schreiben, aber das haben die Leute aufgehört, weil das dann auf TikTok oder sowas irgendwie... ist es ein Problem, wenn du da Ass schreibst und dann schreiben die das jetzt überall rein. Bruder, wenn ich da irgendwo auf fucking X oder auf Instagram oder sowas bin, was heißt Soli? Solidarität. Aber Solidarität spart man sich dadurch. Also volle Soli, aber recht wenig Darität. Deswegen, ja. Sollte. Ne? Ja, ne, mach ich auch nicht. NH. Einfach nur NH mach ich auch nicht. Ist auch ein gutes. Ist dann gutes eventuell auch nicht aufhören. Dann wäre das nämlich nur ein wertloses, leeres Lippenbekenntnis, wenn keine Taten folgen. Liebst als nächstes Soli, geht es ne? um die Doku. Wenn wir bei der Doku sind, wie stehst du zu der Doku? Wie steht die Familie dazu? Wurdet ihr überhaupt gefragt, dass Alcha dort vorkommt? Weil sie ist ja quasi der Aufhänger, warum Aline Bachmann ja eigentlich rehabilitiert gehört. Also die von der Doku hatten wir ja, glaube ich, letztes Jahr irgendwie oder so in der Art mal ja von ihr mal gehört, ich werde alles offenlegen. Ja. Da hat sie ja mal so irgendwie einfach in die Öffentlichkeit was geschossen. Endlich kommt die Wahrheit irgendwie so ins Licht. Ja, mehr wussten wir dann natürlich auch nicht. Ne? Wir haben ihr dann auch natürlich dann mal geschrieben gehabt, lass uns endlich mal in Ruhe. Ja, aber die ist da emotionslos. Also, das ist Wahnsinn. Fürchterlich, ja. Ist ja sowas von geil, dass man... Aber warum macht man das gerade bei so einer Doku oder sowas nicht so genauer? You know, du hast ja eh die finanziellen Mittel, du hast ja eh die Zeit und alles. Na, frag doch und... Oder vielleicht lad doch mal wen ein von der Familie, weil gerade wenn es um so ein umstrittenes Thema geht und du kannst mich erzählen, dass die das nicht gesehen haben, dass es umstritten ist, gib ein, Aicha. Ich bin mir sicher, wenn ich das eingebe, so dumme Neonazi, Aicha, zack. Ich weiß ja nicht, wie viele es da gibt. Ja gut, da bist du wahrscheinlich schon. Aicha Aline Bachmann. So, Zacko Mako. Der Bruder von Aline Bachmann. Aline Bachmann spricht über Aicha. Aicha, 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 Aicha. Und überall hier vor 2 Monaten Aline Bachmann Doku. Gott, das war danach, aber davor, vor 2 Jahren, hat mich angezeigt, Kritiker sperren. Da siehst du alles. Alles, was Aline Bachmann gemacht hat. Und da gibt es ein lustiges Feature, da gehst du hier unten hin, Wiedergabegeschwindigkeit mal 2. Da kannst du dir dieses Video in 22 Minuten anschauen und wenn du halbwegs Brain Capacity besitzt, dann kannst du das während der Arbeitszeit machen. Dann kannst du das 22 Minuten, schaust dir einfach nur das Video an, passt, gar nicht. Dann kannst du sogar noch die Werbung skippen, da ist noch ein bisschen weniger und bla bla. Aber dafür sind diese Leute einfach zu faul. Und dann könntest du den auch einladen und dann könntest du sagen, yo, da könnte er nämlich sagen, yo, ich habe das so gesehen. Aline Bachmann sagt, ich habe das so gesehen. Und dann weiß er eh die. Weiß ja jeder Zuschauer, was er davon halten soll. Wenn die eigene Familie sagt, nein, wir sind nicht mit Aline Bachmann da auf einer Seite. Nicht von dem Doku-Team erfährt, das im Öffentlich-Rechtlichen über... Oh shit, das habe ich da. Ja, jetzt schalte ich meine Brain Capacity wieder die runter. Verstorbene Tochter gesprochen wird, sondern von Aline in einem Angebermonolog, dass ja jetzt alles offengelegt wird. Und sie ist ja eigentlich die Heldin und endlich wird es mal gezeigt. Es roch ja schon danach, dass die Situation eventuell verzerrt zugunsten von der Bachmann wiedergegeben werden könnte. Das ist halt auf menschlicher Ebene leider ein absolutes Totalversagen. Was soll ich denn bitte noch sagen? Dass man nicht einmal auf die Idee kam, mit der Familie zu sprechen und sich deren Perspektive anzuhören, ist auf journalistischer Ebene eine Blutgrätsche ins Güllebecken gewesen. Also wer auch immer dafür verantwortlich gewesen wäre, mit denen ein Interview zu führen, hat sowas von gepennt. Wir sprechen nochmal über Alines Behauptung, dass mit der Familie ja alles cool war. Wie gesagt, Alines Narrativ war, ich bin die Gute, alle anderen die Bösen. Nebenbei geht es auch noch kurz um das Fiasko, welches sie wegen Aichas Beerdigung zu Ungunsten der Familie veranstaltet hat. Dass sie... Sie war nicht wirklich bei der Beerdigung, oder? Das hat vorhin jemand reingeschrieben. Wenn es bei dir sich nicht großartig gemeldet hat oder bei der Familie genau. Und sich mal vernünftig mal entschuldigt hat. Sie hat sich ja immer so hingestellt, als sei sie hier irgendwie auf euch auch zugegangen, was ja überhaupt nicht so war. Ja, im Gegenteil, sie wollte ja sogar euch auf der
Beerdigung sogar noch belästigen, so habe ich das in Erinnerung. Kannst du da noch was zu sagen? Richtig, die hat uns am Anfang gefragt, ob sie kommen kann. Da war das Ganze ja nicht irgendwo, hat sie ein bisschen Reue gezeigt, sage ich mal, und gesagt, ja, kann ich kommen. Hat sie natürlich angerufen per Video-Call, ja, und dabei hat sie uns natürlich aufgenommen, also auch unsere Texte. Okay, das krass. Ganze, das ist so weird. Da ist gerade eben ist da eine junge Frau gestorben und du rufst an und denkst dir, bevor ich dort anrufe, zeichne ich das alles auf, damit ich das irgendwann mal zur Not verwenden kann. Wer denkt so? It's legit. Wer denkt so? Ja, okay, natürlich, klar. Was wäre da überhaupt irgendwie Verwendenswürdiges da drinnen oder so? Dass er dann sagt, ja, okay, du kannst kommen und dass es dann so aussieht, als wären sie irgendwie cool miteinander oder so? Meine Mom hat schon ganz Zeit im Hintergrund gesagt, leg auf, leg auf, leg auf, weil sie wird es irgendwann gegen dich verwenden, ja. Und tatsächlich ist es dann auch so passiert, dass sie dann natürlich ein paar Chatverläufe dann sozusagen dementsprechend angepasst hat, also ich sag mal von der Reihenfolge her. Ja, das kann man immer aus dem Zusammenhang reißen, ja. Ausgeschnitten, so angelegt und dann auch auf ihre Stories gepostet, ja, bis ich dann irgendwann gesagt habe, hey, ich möchte dich darum jetzt bitten, sofort alles von Aitsche und von mir und von meiner Familie, egal ob WhatsApp-Verläufe, Video oder sonstiges, aus deinen Stories und allen Plattformen zu löschen. Ist ja doch die Frage, wenn sie sowas aufnimmt, ist doch safe nicht legal, außer sie hat ihm das gesagt. Hallo, ich wollte nur fragen, ob ich zur Beerdigung kommen kann. By the way, Datenschutzinformation, ich zeichne sie gerade auf, das bezweifle ich aber. Kann natürlich sein. Einwilligung. Es ist so krank. Einfach heimlich recorden und dann auch noch die Chatverläufe aus dem Kontext gerissen leaken. Also ja, du bist auf jeden Fall ein Engel, der sich gar nichts hat zu Schulden kommen lassen. Wie kannst du noch in den Spiegel schauen, ohne dich voll zu kotzen? Das Menschlichste wäre auch zu sagen, okay, ich lasse euch in Ruhe in der Trauerphase. Eben. Was ganz mir immer. Noch, ja, ganz klar, kurz noch, klar, klar. Was ich natürlich auch geschrieben habe, aus diesem Grund, um Unruhen zu vermeiden, möchten wir nicht, dass du zu der Beerdigung kommst. Gerne kannst du uns privat besuchen und dein Beileid mitteilen. Danke für dein Verständnis. Das nur, ist so Ehre. Dass wir keine Unruhen auf der Beerdigung wollen, weil ich bin mir ganz sicher. Die haben ja nicht einmal Bock, dass sie privat zu ihnen kommt. Aber sie sagen, weißt du was, wenn das dir irgendwie hilft oder sowas, dann kannst du das machen. Oder es ist schon mehr, als ich jemals gemacht hätte. Sie wollte einfach nur gesehen werden. Ja. Ja? Ich bin da und etc. Das kam, ich zitiere, als Antwort von unserer guten Freundin, denkst du, das hätte Aitsche gewollt, mich auszuladen? Frag ihre Mutter, die letzten Tage war ich da und das ist jetzt der Dank. Holy shit, dann auch emotionale Erpressung. Bruder, ich sag dir ehrlich, es gibt viele beschissene Sachen, aber imagine, du willst dich auf eine Beerdigung raufzwingen. Imagine, du schreibst jemandem eine E-Mail, so, denkst du wirklich, das hätte sie gewollt und bla 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 und hin und her und überhaupt, so dass du ja zur Beerdigung gehen kannst. Ich verstehe schon, wenn es da irgendwie um jemanden geht, der dir sehr nahe gestanden hat oder dies und das und jenes. Ich würde das immer noch respektieren. Und wenn es irgendwie, keine Ahnung, ein guter Kollege von mir ist und dann sagt die Familie aus irgendeinem Grund, die werden das ja nicht random machen, die werden ja nicht einfach random sagen, nein, die Leute wollen wir nicht dabei haben. Außer sie sagen, okay, wir wollen hier im innersten Kreis und sowas. Und selbst dann stehe ich nicht in der Position, wenn ich nicht selber ein Teil von der Familie bin, dass ich sage, ich habe dort stattzufinden. Und wenn nicht, dann mache ich dir zumindest ein schlechtes Gewissen oder so. Das ist so Wahnsinn. Imagine, irgendwann mal, wenn Aline Bachmann nicht mehr unter uns ist, und ich hoffe da, by the way, dass es eben irgendwann mal, keine Ahnung, 50 Jahren oder wann auch immer alt ist, ne, dann gibt es da irgendwelche Leute, die das irgendwie für Cloud ausnutzen wollen oder sowas, oder die sagen, ja, schau mal, ich war da doch damals gut und bla bla bla, und dann wollen die unbedingt auf die Beerdigung, oder dann schauen die online nach, wo die Beerdigung stattfindet oder sowas. Ich finde das so crazy. Gerade so fucking Beerdigungen. Wir haben eh heute schon ein Video von Catsplay gesehen, wo es da um Grabsteine reinigen und Leute so scheiß geht und sowas. Warum kann man die Leute nicht einfach in Ruhe lassen, wenn sie gestorben sind? So spätestens dann kannst du einfach sagen, lass mal einfach. Fragezeichen. Ja, krass. Ja. Das ist, also,
Und dann, ja, und dann, auch und dann hat's angefangen, ja, mich zu bedrohen. Ja, mein Blut wird noch in euren Händen schmieren und lauter so ein Scheiß. Dafür was? Hätte man sich noch nicht einmal rechtfertigen müssen nach all dem, was passiert ist. Es ist nur logisch, dass man da Bedenken hat, ausgerechnet die Person zu der Beerdigung zu lassen, die Aichas letzte Stunden auf Erde noch zur Hölle gemacht haben. Man muss einfach sagen, dass die Familie trotz allem noch so unglaublich nett zu Aline war. Ich habe auch noch ein paar andere Sachen mitbekommen. Ferry zum Beispiel ist generell wirklich ein Engel, auch wenn ihm Unrecht getan wird. Wie kann man so gutherzig sein? Ich blicke es nicht. Wie einem diese liebevolle Art dann gedankt wurde, das habt ihr ja gerade eben gehört. Ich wusste gar nicht, dass sie auch der Familie mit gedroht hat, weil sie nicht ihren Willen bekam. Das ist crazy. Jo, was geht ab? Ich muss unbedingt, das ist so, ja, an dem Punkt, keine Ahnung. An dem Punkt weiß ich es auch nicht mehr. Ich werde mir selber schaden, und zwar, ich werde mir nehmen, wenn ihr mich nicht auf die Beerdigung von eurer Tochter, Schwester, Cousine und so weiter lässt, weil ich muss dort dabei sein. Was wäre denn passiert, wenn sie dort gewesen wäre? Erstens halt, Leute hätten sie halt schief angeschaut, weil was macht sie dort? Und dann hätte sie wahrscheinlich dann auch noch gefilmt oder so. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich glaube nicht, dass sie sich so krass aufzwingen wollen würde, wenn sie einfach nur als Privatperson dabei sein wollte. Aber vielleicht doch. Es geht natürlich hier die Unschuldsvermutung. Vielleicht wollte sie einfach nur dabei sein, weil sie es so am Herzen gelegen hat oder so. Dann kannst du dann später nachfragen, okay, ich bin nicht eingeladen zur Beerdigung, das muss ich natürlich respektieren. Ja, klar. Dann kann ich halt später nachfragen, okay, wo ist denn der Grabstein? Ich möchte da ganz gerne hingehen und ich möchte da Blumen da lassen oder sowas. Ich wette, das hätten sie sogar gestartet. Weil ich trau auch nicht mal eine Aline Bachmann zu, dass sie dann irgendwas aufführen würde. Das ist so unfassbar krank. Die wollte sich damit auf die Beerdigung erpressen. Versteht ihr langsam, warum ich Aline als abgrundtief bösen Menschen wahrnehme? Für mich ist diese Person wirklich das reine Böse. Sorry, ich weiß nicht, was ich sonst noch dazu sagen kann. Sowas habe ich in meiner Laufbahn als Influencer noch nie gesehen. Da Vinci spricht jetzt über die, in Anführungszeichen, Entschuldigung von Aicha an Aline. In Anführungszeichen, weil es halt das Manöver war, um endlich vor ihr Ruhe zu haben, was ja auch unter anderem mit mir abgesprochen war. Ich wusste davon und hab gesagt, yo, go for it. Sie hat Aline einfach nach dem Mund gequatscht. Sie wusste nicht mehr, was sie sonst tun soll, um einfach endlich ihren Frieden zu haben. Eher gesagt, um in Frieden sterben zu können. Das war ihre letzte Möglichkeit. Aline hat sie halt wirklich quasi so lange beackert, fast erpresst mit der Anzeige, bis sie sich nicht anders zu helfen wusste und Alines Aufforderung, mit ihr live zu gehen, nachgegeben unfassbar hat. Als dieses. Und ich hätte es auch gemacht. Es wäre mir in dem Moment so egal. Du hast so viel andere Sorgen und dann hast du da irgendwie Internet-Beef mit irgendjemandem. Einfach nur, weil du Geld sammeln wolltest. Nicht mal du wolltest das machen, sie hat das aber beschlossen. Jemand anderer sammelt Geld für dich, dann weißt du nicht, wo das Geld ist, dann potenziell erpresst dich diese Person, potenziell auch nicht, keine Ahnung, und dann will sie da unbedingt auf die Beerdigung und so, und lauter Scheiß, Bruder. Diese Entschuldigung von Aicha kam, da war Aicha ja eigentlich schon auf dem Sterbebett und sie war ja unter schwersten Medikamenten. Ich habe ja die letzten Livestreams auch gesehen und war ja noch mit ihr in Kontakt. Sie war auf der einen Seite noch so hoffnungsvoll durch die Medikamente, aber es war im Prinzip schon klar, dass das dort zum Ende geht. Vor allem ganz kurz, ich wollte auch dazu sagen, sie hat ja eh schon damit abgeschlossen, sie hat Aline Bachmann auch schon blockiert und bla bla bla, aber da sind dann anscheinend wieder Nachrichten von ihr gekommen und sowas. So dass sie sich gesagt hat, weißt du was, ich sage einfach, was du hören willst, damit du mich endlich in Ruhe lässt. So, sie hätte auch einfach drauf scheißen können. Aber dann hat sie sich gedacht, okay, dann kommen wahrscheinlich später irgendwelche Anwaltsbriefe oder sowas an meine Familie, weil ich das nicht gemacht habe. Und dann hätte sie voll das, hatte sie wahrscheinlich die prognostizierten Schuldgefühle, wisst ihr, was ich meine? Sie hat sich gedacht, ich will nicht, dass dann meine Familie da irgendwie Geldnot hat oder sowas, weil Aline Bachmann ist ja riesengroß und die kann sich da Anwälte leisten und bla bla. Naja. Wie kann man so eklig sein, ich wollte gerade was ganz anderes sagen, sie in der Situation zu belästigen, live zu kommen, weil ich glaube, Aicha war einfach so liebevoll und wollte nur ihren Frieden haben. Kannst du das auch nochmal bestätigen, dass das jetzt nicht von Aicha so gewollt war, dass sie jetzt da aus dem Schneider ist quasi? Das kann ich richtig groß, sage ich mal, unterstreichen, ja. Dass das nicht so war. Aicha wollte einfach nur ihren Frieden haben, ihre Ruhe haben, weil sie ständig dann in der letzten Zeit terrorisiert wurde. Ja, sie hat schon sowieso ihre letzte Kraft, sag ich mal, mit ihrer Krankheit, sag ich mal, wie sagt man es?
Sie hat damit gekämpft und sie gekämpft, letzte Kraft. Genau. Ja, und ich habe das dann auch kostet. Immer wieder gehört. Ja, ich habe das jetzt so gesagt, dass sie sich beruhigt und dass sie das dies macht und das macht. Eigentlich wollte sie gar nicht. Sie war ja auch ständig, sage ich mal, unter Morphiumkonsum, ne? Wegen den ganzen Schmerzen. Ja, sie wollte einfach ihre Ruhe haben. Mir fehlen die Worte. Das ist, glaube ich, wirklich der Peak von Alines Grausamkeiten ihren Mitmenschen gegenüber, ihren Opfern gegenüber. Aber ja klar, Aline ist das arme, arme Mobbingopfer. Ganz fucking genau. Die Bachmann hat ja ständig behauptet, dass sie zu Aitscha ja richtig lieb und nett war. Was hätte sie nur ohne sie gemacht? Aber die war einfach nicht genug dankbar für meine Taten. Aber diese bösen YouTuber, Jutnerzo, KuchenTV, Da Vinci, die waren sowas von böse zu Aitscha und ihren Verwandten. Solche Unmenschen. Na, war das wirklich so? Nochmal eine Frage. Waren wir YouTuber irgendwie mal blöd zu euch als Familie oder zu Aitscha? Oder wie hast du das aufgefunden? Du darfst ja hundertprozentig... Jetzt wirklich absolut. Also ich habe das damals mitbekommen, aber nicht so krass. Und vor allem das mit der Beerdigung und sowas, ne? Also die ganzen Details, wenn du das so doch mal schön präsentiert bekommst, einfach nur so, nur zur Info, ne? So wie UFO 361, nur zur Info, das sei es passiert und das wurde im Nachhinein behauptet und ich weiß immer noch nicht, wo das Geld ist oder es ist eingefroren oder so. Ehrlich sein, ich cutte auch nichts raus. Nee, ganz im Gegenteil. Also sie hat sich natürlich immer gefreut. Da hat natürlich die erste Erfahrung hat sie, glaube ich, mit... Ich weiß gar nicht, wer es gepostet hat, KuchenTV? Das ist ja jetzt komisch. Hört sich fast so an, als wäre es gar nicht so gewesen, wie Aline behauptet. Wie kann das denn sein? Da Aitscha jetzt leider nicht mehr unter uns weilt, kann sie Aline halt nicht mehr widersprechen. Gott sei Dank hat Ferit sich bereit erklärt, das alles richtig zu stellen. Er hätte das nicht tun müssen. Behaltet mal bitte im Hinterkopf, dass es hier gerade darum geht, dass seine Schwester gestorben ist. Wie unglaublich ist dieser Mensch bitte, dass er schafft, das alles zu rekapitulieren und dabei noch wirklich sachlich zu bleiben. Das ist eine Geduld. Ohne Spaß, das sachlich bleiben, das wird mir auch schwer. Das wird mir auch schwer fallen und sowas. Aber er macht das super. Vor allem, wenn er halt dafür die Beweise hat und sowas. Dann hat er eh nichts zu befürchten, weil ich meine, natürlich denkst du dann immer wieder, oh, was ist, wenn ich jetzt angezeigt werde und bla 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 und so. Es kann nichts passieren, du bist da wasserdicht. Sag mal so, damit man das Gesicht auch vom Bruder sehen kann. Genau, deswegen habe ich den Chat immer wieder in die Mitte. Kult und Ruhe, die ich persönlich beneide, ja, das könnte ich nicht. Größten Respekt an dich, ich weiß ja, dass du dir zuhörst, das hast du halt wirklich gut gemacht. Meine Community und ich und auch eigentlich ausnahmslos alle, die hierauf reagieren, so wie die Community von den Leuten, die reagieren, stehen halt bedingungslos hinter dir und deiner Familie. Da bin ich mir sicher. It's true. Er spezifiziert jetzt nochmal. Ich glaube, es wird nie, ohne Spaß, ich glaube, ich werde keinen einzigen Kommentar unter dem Video finden, der sagt, na, ich glaube aber schon, dass Aline Bachmann da recht hat und bla 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 und überhaupt. Wie und so. Aitscha wirklich reagiert hat, als unter anderem ich mich bei ihr gemeldet habe. Das kann dann nur passieren, wenn du im Livestream von Aline Bachmann bist und sie irgendwas erzählt. Weil das nehme ich dann den Menschen, die da null drinnen sind, doch überhaupt nicht böse oder sowas, die sind da nicht wirklich im Influencer drin, Game drinnen und die haben da mal eine lustige Frau bei DSDS gesehen, dann haben sie gefolgt und dann kommt da auf einmal, irgendein Mobber, irgendein Hacker oder sowas macht da Videos über sie und erzählt da Scheiß über sie, obwohl sie da Spenden gesammelt hat und sowas und tut so, als würde die Familie von der Person würde sie da nicht mögen und sowas, das ist ja Urscheiße und wer ist dieser Jasnera und so. Es ist halt so dumm, weil es geht halt um eine Person, die halt nicht mehr am Leben ist und es ist halt Mittel zum Zweck. Und das ist halt so eine Scheiße. Aline behauptet ja immer noch steif und fest, dass sie einfach Angst gehabt hätte vor uns. Zusätzlich war ja noch die Behauptung, dass wir sie bedrängt und sogar bedroht hätten, gar ausgenutzt, um Infos über sie zu bekommen und halt unsere persönliche Bereicherung daraus zu ziehen. Auch das entsprach nicht der Wahrheit. Aitscha hatte keine Angst, weil wir ihr geschrieben haben. Wie es wirklich war, hört ihr jetzt selbst. Hier hat sie geschrieben, ich denke, sie wird zum Schluss die Spenden geben und vorbeikommen, damit sie schön, schöne Klicks macht. Und wenn sie aber nicht kommen sollte, oh mein Gott, ich glaube, dann kommt es ganz groß auf YouTube raus. Und sie hat es halt natürlich dann immer gefeiert, weil sie dann halt immer Unterstützung bekommen hat. Für sie war das halt natürlich, wow, YouTuber, die haben große Reichweite, sie unterstützen ihn, sie meine ich, ne? Da war sie natürlich schon sehr stolz drauf und auch, sage ich mal, so ein Stück Hoffnung, wo sie sagt, dass sie halt nicht hinter diesen ganzen Sachen verstecken muss, ja? Themen. Und daher hat sie... Das muss eh so crazy sein, wenn du da
eine Privatperson bist und dann bist du da in so großem Ausmaß, bekommst du auf einmal da Unterstützung und Support und auch Spenden natürlich und so. Das muss schon verrückt eigentlich sein. Aber es ist halt so blöd, weil das sollte halt eigentlich gar nicht erst passieren. So, in Wahrheit hätte das einfach alles abseits von dem passieren können, aber dazu ist es halt leider nicht gekommen. Gibt es noch einen echten Spendenaufruf für die Familie und wird Kaiser den auch verlinken? Wenn es einen gibt, dann werde ich den verlinken. Das ist eine gute Frage. Das weiß ich jetzt gar nicht. Vielleicht erwähnt er das noch. Wenn es einen gibt, dann erwähnt er den sicher noch. Eigenwerbung. Aline, Live-Talk. ja, bitte nicht drüber gehen und sowas. Wenn es einen gibt, dann wird er das sicher machen. Holy shit, dann noch 100.000 Free-for-Profit-Use und so. Beats, okay. Geil. Immer, auch nicht nur sie, wir positiv, sage ich mal. Ich habe heute nochmal mich auch mit Just Nero unterhalten, habe mir auch nochmal ein großes Danke ausgesprochen. Auch Grüße von hier aus. Stimmt, du hast recht, das war schon im Video, den habe ich da zitiert vorhin. Scheiße, ich schaue dann später nochmal. Wenn ihr das auf YouTube seht, checkt das bitte gerne und wenn kein Link in der Beschreibung ist, dann schreibt mir gerne DM oder irgendwas, damit ich das irgendwie mitbekomme. Für ihn? Ja. Und so wie du, also ich kann immer nur wieder sagen, danke, also ihr wart immer wieder, sag ich mal, bereit für uns da zu sein und wir haben nie Negatives irgendwie von euch gehört. Also ich habe ja jetzt auch, wann war das? Du hast gestern oder vorgestern, glaube ich, noch einen kleinen Livestream gemacht, da wo gesagt wird, ja, ihr verdient euch da dumm und deppert, sag ich mal, allgemein. Ich sag mal, das geht keinem was an, wer wie und was sich verdient. Jeder sollte vor der eigenen Haustüre kehren. Also, ne? Grüße gehen zurück. Ich bin der danken möchte für dieses wirklich wichtige Interview. Nicht nur hilfst du deiner Familie damit und drückst alles, was Aline über euch gesagt hat gerade, sondern auch mir und den anderen Influencern. Du bereinigst quasi Alines Behauptung. Und das ist einfach nicht selbstverständlich in dieser Situation, in der du bist. Wir hören jetzt noch einen letzten Ausschnitt. Das ganze Interview ist, wie vorhin erwähnt, unten verlinkt. Man kann da gerne nochmal Props dalassen für dieses wirklich großartige Interview. Denkt auch dran, dass der Spendenlink für Aichas Mutter unten ist, falls ihr sie unterstützen wollt bei dem Rechtsstreit mit Aline und der ARD. Nur falls. Egal, ob man Da Vincis Videos mag oder nicht, vergessen, ob man ihn doof findet, aber das Video ist auch gerade gekommen. Wirklich nicht nehmen. Dieses Video war eine 10 von 10. Nicht nur aufklärerisch, sondern auch sehr empathisch geführt. Aline hat sich darüber beklagt, dass die YouTuber über den Fall berichtet haben. Ferit sich darüber nicht beschwert, bei Aline hingegen schon. Dritte Zeile, bin ich fucking blöd? 1, 2, 3, ja, na sicher, sicher. Alter, ich habe den ganzen Tag nach einem Link gesucht, aber es ist einfach nur in normaler Schrift. Nurei66@hotmail.de, das war's, genau. Dankeschön, Dankeschön. Es gab da halt so einen klitzekleinen Unterschied zwischen dem, was die YouTube-Fraktion und dem, was du gepostet hast, Aline. So einen ganz dezenten, kaum wahrnehmbaren Unterschied. Wie Tag und Nacht, Yin und Yang, Abra und Macholo. Also ich sage mal, diesen feinen kleinen Unterschied hat sie nicht gemerkt, als ich sie aufgefordert habe, hört doch bitte auf, endlich mal über sie zu berichten, über sie zu posten, über irgendwelche Chatverläufe. Ja, die YouTuber dürfen das machen und ich darf das wohl nicht. Aber sie hat diesen feinen Unterschied nicht gemerkt, was sie anstellt und was die YouTuber gemacht haben. Ja. Ja, die YouTuber haben immer versucht, irgendwo natürlich zu sagen, hey, so darfst du nicht umgehen, so darfst du nicht in die Öffentlichkeit schießen, so darfst du, ne, etc. Und diesen feinen Unterschied hat sie leider bis heute noch nicht gemerkt. Ja, warum dürfen die YouTuber über Aicha berichten? Warum darf ich ja, nicht Kontext über Aicha einfach, berichten? Kontext. Ja, also. Und Absicht. Verstehst du, was ich meine? Ja, ja, also das Ding ist ja auch, ich habe ja zum Beispiel auch gesagt, lass doch Aicha bitte raus, wir bleiben bei uns, du kannst uns gerne dissen. Und wie auch immer, dann machen wir hier die Show für die Leute. Aber lass Aicha da raus. Das habe ich ihr immer wieder auch gesagt. Und dass sie sie in Ruhe lassen soll, auch zu Lebzeiten. Und ja, leider Gottes hat das nie Früchte getragen. Ja, ganz fürchterlich. Ja. Und wenn sie halt Aicha erwähnt, dann fühle ich mich getriggert, weil ich ja auch mit euch Kontakt habe. Und dann mache ich ein Video. Klar verdiene ich damit auch mein Geld. Aber wie gesagt, es ist irgendwie... Um das Verdienen geht es ja eigentlich gar nicht. Ja, natürlich berichtet ihr, natürlich führt ihr einen Account, sage ich mal, wo halt Reichweite
automatisch regeneriert wird, ob man... Ja eben, aber es wäre mir auch so wurscht, wenn ich in einer Notsituation bin oder wenn irgendjemand Scheiße über mich erzählt und der macht ein Video, das mir hilft persönlich, dann ist mir wurscht, ob der da 4 Euro verdient oder 4.000 oder sowas. Lieber noch, der verdient 4.000, weil dann macht er gleich noch mehr Videos, die mir helfen. Möchte oder nicht, ja. Aber ich verstehe nicht, was das Problem ist, warum sie ständig immer noch... sich im Rad dreht und ständig immer wieder das Thema publik macht, verstehe ich nicht. Was ist der Sinn der Sache? Ja, das versteht hier, glaube ich, keiner. Ich möchte die Worte jetzt einfach so stehen lassen und ich glaube, es wird Zeit, dieses Video zu beenden. Ich hoffe, dass es das jetzt gewesen ist und dieser Fall endlich beiseite gelegt werden kann. Damit ich daute es. Ich drücke F für Doubt. Ich glaube, dass Aline Bachmann das sehen wird und dass sie irgendwas in ihrem Instagram-Stream sagen wird oder so. Aber wenn Nero das smart macht, dann kann er das einfach, sollte das passieren natürlich und sollte das in der nächsten Zeit passieren, dann kann er das einfach in dem nächsten Video, was er jetzt schon angekündigt hat, was über irgendwas anderes geht, irgendjemand White Knighted Aline mit Bachmann. Oh, sorry. Dann kann er das da auch mit reinpacken. Das war ein sehr krasses Video und das solltet ihr auch einfach mal wieder in Erinnerung rufen, wer Aline Bachmann ist, was sie gemacht hat und was die Absichten eventuell dahinter waren. Gar nicht schön gemacht, überhaupt nicht schön gemacht. Gefällt mir überhaupt nicht, was sie alles gemacht hat, logischerweise. Und das darf man nicht vergessen. Und an dem Punkt, wenn ihr spenden wollt, dann findet ihr den Link oder die E-Mail in der Beschreibung, das ist auf PayPal. Ne? Und was wollte ich noch sagen? Genau, lasst das Thema dann einfach in Ruhe, weil logischerweise, das ist auch schon, ich glaube, 2 Jahre her ungefähr oder 1,5 Jahre oder ungefähr sowas und die ganze Familie will da einfach nichts mehr damit zu tun haben und das war halt auch so der letzte so Hilfeschrei, yo, wir können hier bei Da Vinci oder bei Just Nero und sowas dann nochmal am Start sein und sowas und dann bitte lasst mal das ganze Ding einfach, weil es ist so unnötig.